was in der letzten Folge geschah. Das, aber man könnte auch den Wow. Busführerschein machen. Und langem Kalkulieren und Überlegen haben wir uns dazu entschieden, die weitere Strecke dann im nächsten Part zu bringen. Ja, aber die fahren wir mit dem Mercedes. Level 2, hey, jetzt ist es wieder zurückgestellt. Ich werde das eh richtig cool zusammenschneiden. Also wenn ihr mich jetzt gerade hört, wie ich sage, schneidet richtig cool zusammen, dann ist es auch so. Wow! So, hier schalte ich jetzt mal das Licht an, weil ja, es ist schon ein bisschen dunkel. Und wir starten direkt mal so. Habt ihr sowas wie eine Lieblingsautomarke? Ich habe das ja wirklich gar nicht. Ich bin tatsächlich. Also ich habe nicht nur nicht den Führerschein, weil ich vielleicht ein bisschen zu fauler Mensch bin oder so, sondern tatsächlich auch, weil mich das Autofahren so nie so wirklich gereizt hat. Also für mich ist ein Auto so ein Mittel zum Zweck. Ich war auch nie der, hoppala, Entschuldigung, der Rennspiele spielt oder so. So, jetzt genießen wir ein bisschen hier so das Fahren, machen wir da so eine coole. Hier ist ja eh nichts. Ah, die Kurve nehme ich noch mit vielleicht. So, die Kurve. Ah nein, bei der machen wir schon einen coolen Videoshot. Kaboom! Ich mag das, wenn die Steuerung funktioniert. Ich bin da wirklich ein Freund von. Dann hier mal direkt den Vordergang. Ah, das geht sich aus, das geht sich aus, Land. Das geht. Ja, wie sie das ausgeht. Ja, wir müssen diese Fahrstunden ernst nehmen. Sie bereitet uns auf unsere Prüfung vor. Und das ist für mich wichtig. Ich möchte dieses Spiel ernst nehmen. Es ist für mich. Oh, Hände ans Steuer. Es ist für mich essentiell wichtig, hier gut zu bestehen. Denn vielleicht schaut sich das hier irgendein Fahrschullehrer an und denkt sich: Wow, der hat Talent. Der muss eigentlich in meiner Fahrschule bestehen, weil dann haben wir wenigstens einen, der besteht. Bin schon gespannt, wie das bei euch ankommt. Bruder, was war denn Habt ihr das gesehen? Was soll denn die Chatte? Du Arschloch! Es tut mir leid, liebe Fahrlehrer, die das gesehen haben, aber ich glaube, man kann hier außergerichtlich feststellen, dass ich der Unschuldige bin. Wir können uns nochmal in Zeitlupe anschauen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da gewonnen habe. Bruder. Ja, man sieht's gut. Man sieht's gut. So. Ah, da ist ja rot. Hoppla. Ah, da geht's schon, Schatz. Dann fahren wir da gemütlich um die Ecke. Zack, zack. Hände ans Steuer. Ich glaube, ich werde lang, kurz bis mittelfristig sogar schon, werde ich sicher so ein Hände ans Steuer-Tourette bekommen. Parke rückwärts ein. Wo muss ich überhaupt hin? Ja klar, das kriegen wir hin, Leute. So, dann machen wir es uns jetzt mal ganz gemütlich. So, haben wir einen Rückspiegel irgendwo? Ah, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Wir machen das jetzt ganz, ganz gemütlich. Oh nein, das ist die falsche Richtung. Okay. Ja. So gehört sich das. Aber jetzt gehe ich wirklich ins Hauptmenü. Die Redaktion beendet das. Ja, genau, die Redaktion beendet. Die Redaktion beendet natürlich jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt und oder auch abonniert und einen Kommentar schreibt, wie zum Beispiel: Mann, Spizarro, du bist der Coolste. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir ihn fertig klatschen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!